Herzlich willkommen bei Basteltube. Wie ihr so ein Origami-Mund basteln könnt, zeige ich euch jetzt. Bis gleich. So, als erstes brauchen wir dafür ein quadratisches Blatt Papier. Eine Seite farbig, die andere, wenn ihr jetzt, je nachdem was für Lippen ihr haben wollt, rot. Bei mir sind es rote Herzen. So. Und zwar falten wir einmal die farbige Seite, die nachher die Lippen werden sollen, Eck auf Eck. So, dann dritteln wir das Ganze. Und zwar erstmal per Augenmaß und rutschen das so weit rüber, bis es einigermaßen gedrittelt ist. So, dann haben wir sowas wie einen Briefumschlag. Jetzt nehmen wir uns die eine Ecke hier, falten erstmal hoch. Falten. Einmal runter auf die Ecke. Zeige ich euch jetzt nochmal. Also einmal hoch, einmal halb runter und dann genau hier auf dieser Kante rüber. So, sieht das ungefähr so aus. Bei der anderen Seite natürlich dasselbe. Einmal hoch. Einmal runter. So. Und einmal nehmen wir die Ecke und falten die hier an der Seite, an der Kante, Entschuldigung, zur Seite. So, jetzt können wir das Ganze aufklappen. Noch weiter aufklappen. Haben hier mehrere Knickpunkte. Hier oben, diesen Knickpunkt mit diesen mehreren Ecken, knicken wir einmal, die Ecke knicken wir nach hinten. Dann sehen wir hier diesen Punkt. Da zu diesem Knickpunkt knicken wir, knicken ist ein tolles Wort die ganze Zeit, ne? Nein, aber da knicken wir jetzt diese Spitze hin. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Die Spitze auf die Ecke. So. Jetzt könnt ihr so einfalten und einmal das so zusammendrücken, dass ihr hier so ein Dreieck, so ein T habt, wie auch immer. Auf der anderen Seite dasselbe. Einfalten. Das T knicken. So. Dann bleiben wir auf der Seite. Hier haben wir jetzt diesen Knickpunkt. Den müssen wir jetzt nach innen falten. Genauso wie den hier. Einmal. Na klar. Zweimal. Seht ihr das? Damit nichts verrutscht. Einmal nochmal nachziehen. So. Dasselbe auf dieser Seite. Und zwar hier ist schon nach innen geknickt. Einmal. Und diesen legen wir auch nach innen. Na, der will nicht. Falzen wir ihn einmal vor. Knicken ihn jetzt ein.
So, da wollte er nicht. Jetzt sollte es ungefähr so aussehen. Seht ihr das? Jetzt machen wir hier zu. Ziehen das hier, die Außenseite, ziehen wir jetzt runter bis unter das Rote. Darauf achten, dass wir hier auf der Seite gleich bleibt. Verdeckt das Rot. So. Und knickt nochmal hoch. Dasselbe auf der anderen Seite. Einmal bis zum Roten. Oberkante, damit das Rot verdeckt ist. Und komplett dicht machen. So, das war's schon. Wenn wir jetzt die beiden Ecken hier nehmen, können wir. Hallo! Können wir hier wieder sprechen? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt hier unten noch abonnieren. Und bis bald!